Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es so zahlreich hergeschafft hat und vor allem, dass auch unser Referent den weiten Weg aus Nürnberg vermutlich in Angriff genommen hat. Genau. Ich würde sagen, der Michael stellt sich nachher direkt selber vor, wenn er mit dem Talk startet. Der hat schon relativ viel Speaker-Erfahrung auf nationaler, internationaler Ebene. Als Autor war er sehr häufig unterwegs, betreibt auch einen Podcast mit. Genau. Ja, das nicht direkt. Ah, du bist Interviewpartner, genau. Genau. Und ich bin besonders glücklich, dass wir jetzt zum einen sein Steckenpferd-Talk oder einen seiner Steckenpferd-Talks haben mit Microservices Love Domain-Driven Design, wo wir ein bisschen Einblick bekommen in die Context-Map-Patterns und Strategic und Tactile-Design, was das ist. Und um da hingeführt zu werden, wird er erstmal erklären, welche Unternehmenskultur für Microservice, Domain-Driven Design vielleicht auch wichtig ist. Genau. Wir haben auch schon ein paar weitere Events, die wollte ich heute noch mal ein bisschen anreißen. Wir haben eine neue Gruppe, da geht es um Hackathons. Da werden wir im April einen Ferienpass-Hackathon veranstalten mit 4, 5 Studenten, die das in einem Semesterprojekt entwickelt haben und dann ein paar Entwickler, die halt lange mit Microservices arbeiten. Und jeder ist da herzlich eingeladen, da dazu zu kommen. Das Ganze wird auch unterstützt von der Java User Group, von der Bauhaus Uni, genau, vom Lehrstuhl Intelligente Softwaresysteme. Und wir basteln was für das Kinderbüro, dass die Kinder in Zukunft sich digital für das Ferienprogramm anmelden können und ihre Kurse da buchen. Das ging bisher nur händisch. Danach beim Hackathon wird es einen Hackergarten geben. Und bevor der Hackergarten startet, werden wir das Citrus Framework kennenlernen hier in der Softwarex-Kammer, wie man das benutzt. Also das ist ein Integrationstesting-Framework und Saculi. Da haben wir die zwei Main-Contributor da. Und am zweiten Tag, das wird in Jena sein, am zweiten Tag in Erfurt, haben sie ein paar Pull-Requests und Issues vorbereitet. Da werden wir dann unter der Haube basteln. Also, und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ach, in Zukunft will ich da selber mal ein bisschen Open Source machen. Ja. Genau. Hackergarten ist auch so ein bisschen eine Gruppierung, die es schon länger gibt, ist in mehreren Städten aktiv. Hier haben wir noch den Christian Kauhaus, ist heute glaube ich nicht da. Der ist ein regelmäßiger Besucher bei uns, hat sich jahrelang mit Python beschäftigt und in den letzten 2 Jahren kam Rust dazu, was noch ein bisschen low-leveliger ist und mehr, ja, nochmal tiefer reingeht, sage ich mal, in die Programmierung. Das heißt, wir sind da bei der Jena Antriebstechnik zu Gast. Und die haben ganz viel C und Embedded C und Microcontroller. Und für die ist das auch total spannend, weil sie dadurch ein bisschen einfacher das Ganze haben. Da wird es einen Vortrag geben und einen Workshop dazu vorbereitet, dass man einen tiefen Einstieg hat. Ich darf auch mal einen Talk geben. Ja. Geht zum Craftsmanship allgemein. Deswegen mache ich das auch nicht bei uns, sondern wurde ich gefragt für die IT-Leistungsshow. Das ist eine IT-Messe hier in Erfurt. Genau. Dann kommt der Thorsten Brunzendorf zu uns, auch aus Nürnberg. Der hat sich mit Connoisseurs eine Zeit lang jetzt beschäftigt. Das ist ein Framework, womit man Metriken der Softwarequalität messen kann. Und vor und nach dem Refactoring kann man dann überprüfen, ob man tatsächlich seine Codequalität erhöht hat. Das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter. Und ob das tatsächlich funktioniert, das findet ihr raus in einem Talk und einem Workshop, der da auch schon vorbereitet ist. Ja. Der Marco Emrich kommt auch aus Nürnberg von der Softwarex-Kammer. Macht die 3 Schulen des Test-Driven Designs, vor allem die 2 Klassiker-Schulen erstmal. Und wir werden einen Monat später dann den David Völkel da haben, der so die Munich School of TDD Design auch noch ein bisschen uns näher bringen wird. Da geht es dann um Fake It, Inside-Out Testing, also TDD-Tests schreiben. Genau. Das heißt, ihr merkt schon, die Softwarex-Kammer hieß ja früher Softwarex-Kammer Jena, jetzt haben wir die in Thüringen umbenannt. Wir springen jetzt auch ein bisschen in den Städten, also hier zum Beispiel sind wir auch in Erfurt und wir werden jetzt halt auch viel stärker wieder auf die Schwerpunkte von Software Craftsmanship oder Software Crafting quasi eingehen. Das heißt, viel stärker den Fokus auf Clean Code, TDD, so die Grundlagen und dadurch den anderen Meetups, die wir hier haben, wie IoT Thüringen, zum Beispiel das DevOps Thüringen Meetup und der Java User Group ein bisschen Raum geben, dass sie auch in ihren Schwerpunkten Events veranstalten können. Genau, das wäre es von meiner Seite aus. Bevor wir jetzt mit dem Talk quasi starten mit Michael,
darf natürlich auch der Host nicht fehlen. Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder bereit wart, uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Vielleicht, viele kennen ja Salesforce schon. Wer kennt Salesforce schon? Ja. Genau, da kannst du dann noch mal kurz einen Takt dazu sagen, was ihr so macht vielleicht. Und ansonsten habt ihr in der Pause natürlich auch Zeit, da euch zu unterhalten. Genau, es gibt Sponsoring, Essen und Getränke. Da sind wir auch sehr froh drum. Also für die, die es noch nicht geschafft haben, Abend zu essen, ist das dann die Möglichkeit in der Pause. Genau, vielen Dank erstmal. Cool.